Ich stehe jetzt bei der lieben Firma SKF. Warum lieb? Weil sie uns viel Lager bescheren. Und der Volker steht bei mir. Ja, hallo. Geht's dir gut heute Morgen? Wunderbar. Samstagmorgen auf der Messe. Alles schön. Warum glaube ich, dass er lügt? Er wird lieber im Bett liegen. Nein, das stimmt nicht. Okay, Volker, was wollt ihr dieses Jahr auf der PV Live vorstellen? Ja, grundsätzlich gehen wir einfach davon aus, dass unsere Produkte hinreichend bekannt sind. Und wir haben uns deswegen vorgenommen, wieder auf die Werkzeuge zu sprechen zu kommen. Also wir haben einige Werkzeuge im Sortiment, die darauf ausgelegt sind, unsere Kernprodukte vernünftig einzubauen. Und die zeigen wir hier am Messestand, wie zum Beispiel hier unser Radlagerwerkzeug. So, da ich dich jetzt gerade schon kennengelernt habe, willst du uns auch was zeigen, weil du willst, du bist der pragmatische Typ, habe ich hier mitbekommen. Ja, habe ich auch was von gehört. Und ich zeige es mal ganz schnell. Es geht ja maßgeblich darum, dass ein Lager korrekt eingebaut wird. Bei diesem Werkzeug oder für diese Lager geht es darum, dass der Druck hinter der Narbe direkt auf den Außenring ausgeübt wird. Und hier sieht man schon, wie das Werkzeug hinter die Narbe greift und den Druck dann gleich bei der Montage direkt hier außen auf das Lager ausübt, an der korrekten Stelle. Und das setzen wir jetzt einfach an. Dann nehmen wir ein passendes Druckstück. Schrauben das einmal fest und dann erledigt die Hydraulik im Prinzip den Rest. Geiler Scheiß. Können wir sehen, Lager wandert rein bis zum Anschlag. Und sobald das Lager anliegt und das Werkzeug anliegt, ist das Lager korrekt verbaut. Werkzeug nur noch abnehmen und das war's dann. Einmal ohne Scheiß, darf ich mal kurz gucken? Wirklich geiler Scheiß. Geht schnell, spart man sich viel Zeit. Zeit ist Geld. Darf man natürlich den Kunden nicht verraten, ne? Ich glaube, alle sollten das wissen und verdienen ja damit nun mal ihr Geld auch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ich meine, ich mag SKF, ich weiß nicht warum, aber ich mag euch, wirklich. Ja. Geht mir auch so. Jetzt davon ab sehe ich jetzt hier so eine digitale Stoppuhr. Was hat das auf sich? Ich meine, wir können das jetzt auch gerne vorführen und stoppen. Wir haben ja zwei Werkbänke hier, zum einen Radlagerbereich und auf der anderen Seite haben wir unsere... Ja, Universalartikel, sag ich mal. Achsmanschetten ist auch immer ein beliebtes Thema. Viele Werkstätten mögen halt diese passgenauen Manschetten nicht so gerne, gerade wenn es um Kunststoffmanschetten geht. Und da gibt es halt die Möglichkeit, mit unseren universal- oder semi-universellen Manschetten zu arbeiten, die dann auch mit dem Spreizer einfach aufgezogen werden können. So spart man sich auch wiederum viel Zeit und Geld. Und um jedem eigentlich bewusst zu machen, wie schnell das geht, haben wir eben diese Stoppuhr hier. Und machen da einen kleinen Wettbewerb draus. Jeder, der möchte, kann vorbeikommen, probiert sich an der ganzen Sache mal aus. Die Zeit wird gestoppt, wie schnell so eine Manschette zu wechseln ist. Und dann kann natürlich auch jeder was gewinnen. Okay, jetzt müssen wir mal vorne anfangen. Was meinst du, was ist die Bestzeit hier bei euch intern? Oh, bei uns intern? Also ich würde sagen, 2,5 Minuten ist eine gute Zeit. Man soll es ja auch vernünftig machen. Man soll ja jetzt nicht einfach nur versuchen, schnell zu sein, dass es danach aussieht wie... Bulle. Sagen wir es so, ja. Okay, und was erwartet mich für einen Gewinn? Ein Bugatti Veyron oder ein Porsche Turbo? Also ganz so weit können wir da nicht gehen, aber sagen wir mal, ein T-Shirt gibt es, eine Cappy gibt es, solche Sachen. Vielleicht. Ich habe ja hier auf meinen schlauen Zettel stehen, das heißt, das T-Shirt ist Lord of the Garage quasi. Ja, das ist das neue Konzept, also dass es halt bezogen ist auf die Werkstattkunden. So sieht das Ganze von hinten aus. Und das ist eben das T-Shirt, was man gewinnen kann. Also, warte mal. Schon ziemlich, also ich finde das schon mal ziemlich cool, ne? Für eigentlich, also wir erwartet man nicht von euch. Sagen wir es mal so. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja, das ist, ich bin ein bisschen neidisch. Du kannst auch gerne versuchen. Nein, ich meine, ich bin neidisch von dem Design. Darf ich das nochmal sehen hier? Nein, natürlich. Also, an meine Jungs, die sitzen da vorne, ja? Geiles Design, oder? Cool. Ja, jeder kann es gewinnen. Ja? Okay, das heißt, kommt alle hier hin zum SKF-Stand und gewinnt eine Cap oder ein T-Shirt. Steht da überall dein Name drauf? Nein, das sind alle mit dem Namen vom Kollegen. Das also, von Herrn SKF. Die man gewinnen kann, die sind natürlich dann ohne Namen. Darf jeder selber draufschreiben lassen, was er möchte. Ja, wunderbar. Also findet den Weg zum SKF-Stand und nehmt die Challenge an. 2,5 Minuten ist zu schaffen, definitiv. Also in dem Sinne, Dankeschön. Danke auch, viel Spaß noch.